Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's, der Jens. Ihr seid hier richtig beim Optionshandel-Kanal und heute unterhalten wir uns mal über das Thema Bonds. Wenn wir Optionen auf Futures handeln, dann ist es natürlich immer ganz hilfreich, wenn man ein wenig diese Underlyings versteht. Das heißt also, wenn ich weiß, was versteckt sich denn hinter Gold, was versteckt sich hinter Bonds, was versteckt sich hinter Crude Oil, Weizen und so weiter und so fort. Nun ist es bei einigen der genannten ja relativ einfach. Jeder weiß, was Weizen ist, jeder weiß auch, was Gold beispielsweise ist oder Erdöl. Aber was sind eigentlich diese amerikanischen Bonds, die wir immer handeln und was muss man da oder was sollte man darüber wissen? Wir handeln ja hauptsächlich die Bonds in den USA, das heißt also die amerikanischen Staatsanleihen bzw. die Optionen auf diese Staatsanleihen. Hauptsächlich sind das die 30-jährigen, das Symbol dafür ist, was ist das? ZB, das sind also die 30-jährigen Staatsanleihen. Es gibt dann noch die sogenannten Notes. Das sind dann die mit der kürzeren Laufzeit, also das heißt 10 Jahre, 5 Jahre, 2 Jahre und so weiter und so fort. Wobei, und jetzt muss man hier schon die erste Einschränkung machen, man denkt immer, dass die amerikanischen T-Bonds, Treasury Bonds, also Schatzanleihen, dass das eben immer 30-jährige Laufzeiten ist. Das stimmt aber gar nicht. Die aktuellen T-Bonds beispielsweise haben Laufzeiten um roundabout 25 Jahre enthalten, also gar nicht mal so 30. Es gibt noch einen anderen Future, Superbonds heißen die. Die sind dann noch mal Megabonds. Die sind dann noch mal länger von der Laufzeit. Die kommen dann etwa auf 30 Jahre, aber aktuell die sind 25. So ungefähr 25. Es ist ja immer eine Mischung aus verschiedenen Anleihen, verschiedener Auflagedaten, die da zusammengefasst werden. Wie ist jetzt überhaupt der ganze Zusammenhang zwischen Zinsen, Renditen, Anleihenpreisen und so weiter und so fort? Das erste, was wir müssen, ist, wenn die Zinsen in Amerika steigen, dann fallen die Anleihen und entsprechend ihre Kurse mit. Das ist auch ganz logisch. Und zwar stellt euch eigentlich Folgendes vor. Ihr gebt heute dem amerikanischen Staat beispielsweise 100 Dollar. Und er sagt euch, okay, ich muss mir kurz einen anderen Stift nehmen, und er sagt euch, ich zahle dir dieses Geld in 30 Jahren zurück, also mir ist jetzt hier 30 Jahren, und du bekommst darauf 1% Zinsen im Jahr. So, das heißt, du bekommst 1 Dollar im Jahr Zinsen. Jetzt ist es natürlich so, wenn die Zinsen jetzt steigen würden, das heißt also, die Zinsen gehen hoch, beispielsweise auf 2%, dann bekommst du natürlich für deine Anleihe weniger Geld, weil du bekommst immer noch nur dieses 1%. Und wenn jetzt ein Neuanleger kommt, also der sagt, okay, ich habe 100 Dollar, die ich investieren möchte, wo investiere ich diese? Und da hat er einmal die Auswahl unter hier neuer Anleihe, die ihm 2% bringt, oder alter Anleihe von dir, die ihm 1% bringt. Und da wird er natürlich nicht bereit sein, den gleichen Preis zu bezahlen. Und deswegen wird deine Anleihe, die du also hast, die du für 1% noch gekauft hast, die wird also im Preis sinken. Und zwar wird das einfach abgezinst werden auf diese ganzen Jahre. Am Ende der Laufzeit spielt das überhaupt keine Rolle, weil am Ende der Laufzeit wird, sollte es die USA noch geben, wovon ich ausgehe, und sollte es den Dollar noch geben, wovon ich auch ausgehe, werden sie dir einfach deine 100 Dollar zurückzahlen. Aber wir können uns schon mal merken, steigende Zinsen bewirken, dass die Preise der Anleihen fallen und entsprechend auch die Futures. Und das ist ja das, was wir aktuell gerade auch sehen. Wir haben jetzt Juni 2015 und in den letzten Tagen sind ja die Anleihen sehr, sehr stark gefallen. Gar nicht mal, weil man in Amerika schon die Zinsen erhöht hat, sondern weil der Markt einfach erwartet, dass die Zinsen jetzt ansteigen werden. So, das ist also das eine. Wir merken uns, steigende Zinsen, fallende Anleihen, natürlich umgekehrt, fallende Zinsen, steigende Anleihen. Und ich blende mal hier einen Chart ein und da sieht man die Wertentwicklung oder die Preisentwicklung der amerikanischen Staatsanleihen über die letzten 30 Jahre. Und da sehen wir, wir haben in einem Umfeld fallender Zinsen gelebt. Deswegen sind eben auch die Anleihen immer weiter angestiegen und mit ihr eben die Preise der Futures. So,
Es gibt so einen sogenannten 30-Jahre-Zyklus, dass man sagt, alle 30 Jahre wechselt das Ganze, steigende Zinsen, fallende Zinsen, steigende Zinsen, fallende Zinsen. Wenn ich jetzt noch einen Chart finde, dann blende ich den hier mal noch in dieses Video mit ein. Das heißt, wir könnten uns eventuell in den nächsten 30 Jahren, weil die 30 Jahre sind jetzt auch so wieder in etwa rum. Wir wissen ja alle, bei solchen Zyklen, da kommt es nicht genau auf den Tag und bei solchen langen Zyklen auch nicht aufs Jahr. Aber wir sollten uns darauf einstellen, dass vielleicht in den nächsten 20, 30 Jahren die Zinsen tendenziell wieder steigen. Ob die dann wieder auf solche Extremwerte gehen, wie in den 80er Jahren, wo wir teilweise 12, 13, 15 Prozent Zinsen hatten, das weiß ich nicht. Ich glaube, das kann auch niemand mit Sicherheit sagen. Aber dass wir natürlich sehr, sehr lang auf solch einem extrem niedrigen Niveau bleiben werden, das ist auch nicht wahrscheinlich. Aber es ist jetzt auch nicht wahrscheinlich bei der ganzen wirtschaftlichen Entwicklung und so weiter, dass die Zentralbanken, gerade bei den ganzen Schulden, die die Länder haben, dass die Zentralbanken die Zinsen jetzt exorbitant erhöhen. Und jetzt mal ganz ehrlich, ob jetzt ein Staat 0,5% Zinsen oder 1% Zinsen zahlt, das macht es am Ende auch nicht aus. Aber natürlich von 0,5 auf 1% ist ein Zinsanstieg um 100%. So, jetzt handeln wir ja diese Bonds und auch diese Notes zum Beispiel mit Optionen. Und da gibt es immer mal ein wenig Verwirrung, was die Preisgestaltung anbelangt. Denn aus historischen Gründen werden in den USA die Bonds mit Bruchstellen gekennzeichnet. Das heißt, die Futures selber, also auf die sich das Ganze bezieht, die Futures werden mit 32. angegeben. Das heißt also, wenn wir beispielsweise jetzt aktuell einen Preis haben von, sagen wir mal, 145, dann kann es sein, dass dann da steht 145,4 und das heißt aber 145,4/32. So, das muss man also dann einfach rechnen. 4 durch 32 ergibt eine Kommastelle und das wären eben dann 145, hinten dran. Geht weiter. Also, ich habe mal schnell Taschenrechner genommen. Also, wenn wir das rechnen würden, zum Beispiel jetzt 4/32, 4 durch 32 ist eben 0,125 und das heißt, das wäre dann 145,125. So, wird das also bei den Futures gerechnet. Um natürlich jetzt die Verwirrung noch weiter zu treiben, werden die Optionen nicht in 32, sondern in 64 gerechnet. Also das heißt, das Ganze wird nochmal geteilt. Optionen in 64. So. Und ihr kennt das bestimmt, wenn ihr in eure Handelsplattformen hineinschaut, in die Option Chains, dann seht ihr, dass das eben beispielsweise eine Option irgendwie 32/64 kostet. Jetzt habe ich mir mal was Einfaches genommen. 32 durch 64, das ist 0,5. Und dann wissen wir, der Multiplikator bei den Bonds ist 1000. Das heißt, also diese Option würde dann 0,5 mal 1000, würde also 500 Dollar kosten. So, jetzt gibt es allerdings einen Punkt, wo man ein ganz klein wenig aufpassen muss. Und das ist mir mal vor vielen Jahren passiert. Und ich war extrem erschrocken und habe gedacht, um Gottes Willen, was ist denn jetzt passiert? Denn manche Handelsplattformen stellen diese Zahl ein wenig anders dar. Das heißt, die lassen dieses 64 hinten weg und zeigen zum Beispiel, ich schreibe das mal hier hin, und schreiben zum Beispiel nur die Zahl vor der 64 hin. Also zum Beispiel, bei mir war das damals so, ich hatte eine Option und die hatte einen Preis von, ich glaube, 60/64, angezeigt wurde aber eben nur die 60. Das heißt, ich habe nur die 60 gesehen. Und ein paar Minuten später, oder vielleicht eine halbe Stunde später, der Preis der Option hatte sich verändert, sah ich plötzlich Folgendes, nämlich 101. Und jetzt dachte ich, um Gottes Willen, diese Optionen sind von 60 auf 101 angestiegen. Um Gottes Willen natürlich, weil ich war klar diese Optionen short und nicht long, dann hätte ich mich ja gefreut und habe gedacht, das war jetzt ein riesiger Preisanstieg. Aber das war natürlich gar kein riesiger Preisanstieg, denn was ist passiert?
die sind eben von 60, 64 auf ein Ganzes und ein 64 angestiegen, also gerade mal um 5 Punkte. Ne? Also die 1 hier vorne sind 64, 64, ein Ganzes und dann nochmal 1 dazu, das war also gerade mal ein Anstieg um 5 Punkte, jeder Punkt 12,50 $, also gerade mal ein Anstieg um 60 $, also das war gar nicht so viel. So, und deswegen, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr anfangt mit Bonds zu handeln, dann schreibt euch das am besten immer so ein bisschen auf, rechnet das einfach mit dem Taschenrechner schnell um, also wenn ihr eine Option verkauft, 27,64, rechnet einfach schnell 27 durch 64, wir machen das mal hier, 27 durch 64 ist eben dann 0,421. Ihr habt $421 für diese Option bezahlt oder erhalten, je nachdem, ob gekauft oder verkauft. Und so könnt ihr dann jedes Mal, wenn ihr den Preis seht, das euch entsprechend umrechnen. Das ist dann etwas einfacher, als wenn man hier immer auf diese doch etwas, naja, sagen wir mal, komplizierteren Brüche schaut. So, das ist eigentlich alles, was es zu den Bonds zu sagen gibt. Es gibt auch einige ETFs auf die Bonds. Da können wir vielleicht später mal darüber sprechen, was es da alles noch so gibt, also TLT und so weiter und so fort. Aber die Future-Optionen, ich handle sie persönlich sehr, sehr gern, weil sie eben hochliquide sind. Man kann sich das ja vorstellen, amerikanische Staatsanleihen, das ist so, dass das Nonplusultra, wer großes Geld in der Welt unterbringen muss, die ganzen großen Institutionen, die sind natürlich in den großen Staatsanleihen drin. Dazu zählen auch die deutschen Staatsanleihen, wo es ja auch an der Terminbörse, an der Eurex, dann den Bund-Future, den Bobble-Future, den Schatz-Future gibt, entsprechende Optionen auch darauf. Aber die wirklich großen Gelder werden eben nach wie vor in Amerika geparkt, reingesteckt. Und deswegen sind diese Optionen sehr, sehr liquide. Man kann also große Stückzahlen unterbringen, man kann etliche Monate im Voraus handeln. Und deswegen ist das eigentlich ein sehr schönes Handelsinstrument. Wer jetzt am Anfang ist, vielleicht ein wenig kleiner agieren möchte vom Risiko her, der sollte vielleicht eher die 10-jährigen Bonds handeln, also die 10-jährigen Notes, die heißen Notes, die großen heißen Bonds, weil die etwas kleiner sind vom Preis her und sich auch nicht ganz so wild bewegen. Deswegen sind die, und die sind sogar noch liquider, das heißt, das lohnt sich auf jeden Fall auch. So, jetzt fällt mir gerade noch ein, was ich am Anfang gesagt habe, war Blödsinn, die heißen nicht Mega-Bonds oder sowas, die heißen Jumbo-Bonds. Jetzt fällt uns wieder ein, Jumbo-Bonds heißen. Das sind also die ganz, ganz langen. Okay, das war es heute hier auf unserem Optionshandelskanal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert diesen Kanal, verbreitet dieses Video, schreibt mir eure Fragen in die Kommentare. Also was interessiert euch, was möchtet ihr zum Thema Optionshandel wissen, Futures, Aktien, ETFs, Strategien, alles was euch interessiert in die Kommentare oder eben einfach eine Mail, kennt ihr alle, info@optionsstrategien.com. Und dann sehen wir uns hier wieder beim nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg an der Börse. Bis zum nächsten Mal, euer Jens. Servus, bye bye.